Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. Bada boom, da sind wir wieder. Und zwar habe ich ein bisschen gearbeitet und zwar nur... Ah ja, genau. Wir haben Storage Drawers. Auch ein sehr schöner Mod, den ich sehr zu schätzen gelernt habe. Und zwar sind das wirklich, wer Barrels kennt, das sind quasi Barrels nur komprimiert. Zum Beispiel haben wir hier 2x2 Storage Drawers, also... Gehen wir mal Drawers hinein. Wir haben hier einmal die quasi normalen Drawers, wo ihr schon seht, 1x1 Drawer bedeutet, ein Drawer kann 32 Stacks eines Items beinhalten. Und das können wir runterbrechen auf zum Beispiel einen 1x2 Drawer. Also kann jeder von den zwei Slots 16 Stacks halten und runterbrechen auf 4 Slots, also 2x2. Und die können dann jeweils 8 Stacks eines Items halten. Das ist ganz praktisch. Und die kann man sogar noch als Half-Steps machen, die dann nochmal weniger halten. Tun die gar nicht, oder? Die halten gar nicht noch weniger. Das ist ja praktisch. Das ist cool. Die Half-Steps gibt es auch für, die halben und die ganzen. Also Half-Steps im Sinne von hochkant durchgeschnitten. Also nur ein halber Block tief. Ja. Und, hoppala. Das wollte ich gar nicht. Und die kann man jetzt einfach aufstellen. Und hat man jetzt hier zum Beispiel, haben die gerade noch irgendwie eine Sojabohne oder so in der Hand? Ja, da ist sie. Wenn wir jetzt einfach auf den Slot rechts klicken, tun wir die da rein. Und im Whaler oben seht ihr ja, Slot 1 sind, Erbsen. Davon sind 6 Stück drin. Das ist halt die Anzahl dahinter. Und man kann mit entweder rechts, Linksklick, genau, einen rausholen oder Shift. Das ist neu. Das ist neu. Shift-Rechtsklick, das kenne ich noch gar nicht. Also Shift-Linksklick ist den gesamten Stack da rausholen. Vielleicht stelle ich die, die Handhabung noch um auf Jabba Barrels, also im Sinne von, dass man es intuitiver gewohnt ist, wenn man mit Jabba arbeitet. Mal gucken. Ich kann damit zumindest ziemlich gut klar und so kann man vor allem dieses Gedönse hier sehr gut lagern, denn in der Kiste ist immer ein bisschen schwierig und so haben wir auch eine hübsche Wand, die ziemlich bunt ist. Ja, ich mag's. So, und jetzt müssen wir uns mal um etwas mehr Technischem kümmern. Und zwar fangen wir jetzt mal an mit Immersive Engineering, unserem einzigen Tech-Mod eigentlich hier drin. Und dafür brauche ich mal einen Cobblestone. Halt, stopp, bevor. Erstmal hinlegen und dann muss ich mal eine Kuh verhauen gehen, denn wir brauchen einen Leder. Oh Gott, auf was da meine Limo verschluckt. Entschuldigung. Ich habe keinen Leder hier rumfliegen, das heißt, wir müssen eins besorgen gehen. Ich habe übrigens die Mattock auf Bronze geupdatet und für Mist. Ach ja, genau, und eine Bronze Rod für die Schaufel, weil ich die übrig hatte, weil die Rods halt nur ein halbes Ingot brauchen und damit ich keine halben Ingots in meiner Smeltery drin habe, habe ich es gleich mit rausgenommen und das Ding geupgradet. Was genau tue ich hier gerade? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ach genau, ich habe das Feld erweitert. Wie ihr seht, um ein ganzes Stück. So, und immer zu weg zur Kuh. Auf dem Weg zu einer Kuh. Dort drüben ist eine Kuh. Saß hier nicht eine Kuh im Quicksand fest? Ja, ne? Wie praktisch. Gib mir the loot! Danke. Lass los! Danke. Okay, ein Leder haben wir. Perfekt. Ich brauche nämlich ein Buch. Für... Och, Sirius. Ah, das nervt. Scheißzeug. Ja, und noch ein tiefer. Ich glaube, Takt. Oh, Mann. Den entferne ich mal eben kurz hier, damit er mir nicht am Sack geht. Weiterhin. So. Das übliche Zack. Daneben geworfen. Gibt's auch gar nicht. Danke. So. Und, weil das Immersive Engineering Buch ist ganz praktisch. Da steht eigentlich fast alles drin, was man wissen muss, beziehungsweise was man machen kann damit. Eine sehr gute Enzyklopädie über alle Funktionen, was sich inzwischen als Standard durchgesetzt hat, finde ich auch sehr, sehr gut. Dass also jetzt inzwischen fast jeder Mod, also jeder neue wichtige Mod, eine Enzyklopädie drin hat. Ich glaube, angefangen hat Wesky mit Botania und viele sind dem Beispiel gefolgt, finde ich super. Und so braucht man sich nicht immer alles extern anlesen, man kann auch intern, also beziehungsweise direkt im Spiel, sich einlesen.
So, ich mach's bloß, damit ich alles direkt nachschlagen kann. Was davon kenne ich, aber ich kenne die rohen Zahlen halt nicht. Weil wir müssen jetzt einen Coke-Ofen bauen, um Coke-Coal zu bekommen. Und Kreositöl, um Holz zu bearbeiten. Und da will ich nur die ganzen Angaben haben. So, da sind wir nun. Engineer's Manual. Okay, als erstes brauche ich den Coke-Ofen, ganz genau, zur Wood Preparation. Und dafür brauchen wir 27 von denen, also quasi 28, weil wir nicht so viel gerade Zahl rauskriegen. Also 14 von 14 Sandstone. Gott, kriege ich das hin? Nope. Mehr Sand hier rumfliegen? Nicht wirklich. Kann ich Quicksand irgendwie? Nein, kann ich nicht. Also sollen wir ein bisschen Sand besorgen gehen und schon mal ein paar Bricks backen. Wo hatte ich denn? Hatte ich nicht hier noch? Anscheinend nicht. Mist. Wie viel? Da habe ich gesagt 14, ne? Das passt, oder? Ja. So, dann backen wir die durch und machen wir hier 7 Kugeln. Schwupp. Hätten wir die schon mal so weit, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Sand, meine Freunde. Und zwar ein bisschen mehr. Hallo? Komm her! Komm her! Danke! Und alle hopp! 14 Sandstone. Die Bricks oben backen wir durch und ich zeige euch inzwischen meine Farm. Und zwar habe ich hier halt ein Becken und hier ein Becken und eine kleine Verbindung, damit ich nicht immer auf den Feldern rumtrampeln muss. So, hier haben wir jetzt zwei von jedem, was ich so habe. Zwei reichen auch erstmal aus. Wir können die noch hochtraden irgendwann, aber mal gucken. Hier haben wir 9 mal Weizen und hier, ich glaube, es sind 16. 16 davon. Warum wächst du denn nicht, mein Freund? Ich glaube, ihm ist es zu dunkel. Nee, da ist doch genug Licht. Du kriegst persönliches Licht. Da bitte schön, freu dich drüber. So, damit wir ganz viel Fleischattrappen machen können und Milch und Sahneattrappen. Ihr wisst Bescheid. So, das dauert jetzt ein bisschen hier. Kann man nicht mal irgendwie 2 Öfen hier noch hinstellen? Weil ich habe. Wo sind meine ganzen Öfen hin? Mein Gott. Schwupp. Schwupp. Machen wir es so. Möglichst gleichmäßig. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Nehmen wir den. So. Okay. Und was hatte ich gesagt? Die brauchen wir noch. Dann können wir das schon mal weg. So, sehr schön. Ja, 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 ja. Jetzt muss, wie gesagt, das hier noch durchbrennen. Das dauert noch ein bisschen. Dann können wir unseren Coke-Ofen bauen, ja. Wie gesagt, mit dem Coke-Ofen da schmeißen wir eine ganz normale Kohle rein. Und kriegen Coke-Coal raus. Coke-Coal ist, glaube ich, das vierfache Wert von Kohle. Und er produziert beim Verarbeiten Kreositöl. Nee, es heißt inzwischen Kreosotöl. Okay, Kreosotöl. Mein Gott, blödes Wort. Damit können wir dann Holz bearbeiten. Und aus diesem Holz können wir dann verschiedenste Sachen bauen. Treated Wood. Treated Wood, genau. Damit können wir dann Sachen bauen, wie zum Beispiel normale Sachen. Also es ist dunkleres Holz. Und wofür brauche ich jetzt eigentlich als allererstes? Ich weiß es gar nicht. Aber, warte mal, Steel Production ist die Blast Furnace. Das kommt später. Was brauche ich denn als erstes? Als erstes hätten wir gerne einen Crusher wahrscheinlich. Aber ich glaube, der Crusher braucht schon Stahl. Ja, Steel Scaffolding. Ich überlege gerade, was man dann als erstes... Der External Heater ist auch ziemlich cool. Da kann man nämlich unsere Kohle dann mit Strom betreiben. Haha.
Stimmt, wir machen hier eigentlich Strom, verdammt. Ach genau, ich weiß wieder, wofür wir das erste Holz brauchen. Für eine coole Windmill, ja genau, Windmill. Da können wir mit kinetischer Energie, können wir, Strom erzeugen. Hier, das Ding. Und das Ding sieht auch exakt so aus wie dort, nur in riesengroß. Das Ding ist so cool. Und halt für diese Windmill Blades aus Holz brauchen wir eben dieses Treated Wood. Und dann stecken wir das Ding quasi an so eine, Kupfercoil an und dort wird es dann ganz einfach Strom generieren. Und die Kabel, die dieser Mod hat, sind auch unglaublich schön. Also ich habe diesen Mod drin, vor allem weil er so geil aussieht. Also das ist wirklich klasse gemacht. Definitiv super klasse gemacht. Komm schon, mach doch mal hin hier, ist ja nicht zu fassen. Eieieiei. Ja, okay, wir können schon mal vorbereiten. Ich weiß gar nicht wie. Doch, so war, glaube ich, richtig. Ja. So, oh Gott, wo baue ich das Ding denn am besten hin? Ich glaube, am besten im Boden. Zum Beispiel hier. Na, das ist ein bisschen blöd, aber vielleicht kann ich das Ding noch irgendwie anders accessen. Dann passt es genau hier rein. Also, was heißt genau? Nicht ganz. Ein bisschen in den Boden setzen, aber... Aber ich kann es auch ein Stück hier rüber versetzen, dann haben wir da noch. Oh shit. Das habe ich vergessen. Der nervt hier. Warum nervst du denn so? Ach du Zombie, du. Nerv nicht. So. Nerv nicht. Inzwischen machen wir auch mit der Madhawk richtig guten Schaden. Das finde ich sehr angenehm. Wie angenehm. So. Das noch hier rein und dann fangen wir mal an. Das Ding hat 3 im Grundriss. Ist innen hohl. Ist aber 4 hoch. Oder? Es ist nur 3x3x3. Moment. Overview, Cocoven, 3x3x3. Okay, dann brauche ich doch gar nicht so tief rein. Okidoki. Halt, das kann auch nicht bleiben. So. Ja, das dicht machen. Und dann so. In den Hohl. So. Ups. Hoppala. So. So, die sind... Hä? Hier fehlt... Wow. Ah, okay. War nur Anzeigefehler oder so. Ach, keine Ahnung. Schwuppidi-wuppidi. Dann haben wir noch einen übrig hinterher. Und 2 übrig? Hä? Ich wollte gerade sagen, hier kann jetzt aber gerade was gar nicht stimmen. Also was stimmt denn jetzt hier nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Naja. Gut. Dann... Kann doch gar nicht sein, es muss nur ungerade. Ich brauche noch mal einen Engineering's Hammer, fällt mir gerade auf. Wir werden ja gleich sehen, woran es hakelt. Hammer, und zwar. Oh Gott, wo ist der denn? Der ist es, echt? Okay. Eisen, String und Stickity Sticks. So, wir brauchen einen String. Habe ich noch Holz? Oh Gott. Ja, doch, habe ich noch. Und 2 Eisen. So. Halt. Mein Gott, jetzt. Ich bin halt wieder so ungeschickt, das gibt's gar nicht. Meine Güte, so die Sticks, das Eisen und das String für den Hammer. Jetzt können wir mal sehen, ob es funktioniert. Vorne drauf hämmern. Rechtsklick funktioniert. Ich weiß, welchen Block habe ich denn vergessen? Das kann doch gar nicht sein. Hm.
Komisch, komisch. Hier oben vielleicht? Kann ja auch nicht sein. Vielleicht baue ich ihn doch lieber in die Wand. Ich glaube, ich weiß nicht. ...28 Blöcke. Vielleicht bin ich heute dafür auch einfach zu doof. Wer weiß. Man weiß ja nie, nicht wahr? Okay, es geht auf jeden Fall nicht. Freistehend ist eigentlich auch Quatsch. Guck mal nochmal ins Manual. Was sagt er dazu? Achso. Ah! I see, er ist nicht hollow. Mhm. Okay. Von vorne, Rechtsklick. Fertig ist die Kiste. Okay, okay. Dann macht es Sinn. Okay. So, als erstes nehme ich mir. Ja, komm, nehmen wir 16 davon und bauen und packen das Zeug hier rein. So, wir haben jetzt hier, müssen wir jetzt eine ganze Weile warten, ich glaube 2,5 Minuten pro Kohle, bis sie zur Coke Coal wird. Deswegen, also hier ist quasi die Kosten dafür, um aus Kohle Coke Coal zu machen, Zeit. Und ja, nach 2,5 Minuten wird daraus die Coke Coal und wir kriegen ein bisschen Kreosidöl, ich glaube 200 Millibackers oder 100. Und dann können wir daraus unser lustiges Holz machen. Oder 500 sogar? Ich weiß gar nicht. Wir, oh Gott. Sollten uns dringend... Mein Gott, hier ist heute Chaos pur. Hinlegen. Denn die Monster kommen schon wieder, um uns zu fressen. Das wäre blöd, nicht wahr? Sehr schön. Der Ofen steht. Uns gibt es Saft zum Frühstück. Nom nom nom. Und zum Abschluss der Folge werden wir noch eben was Cooles bauen. Und zwar einen coolen Burger. Einen Cheeseburger. Ach, wir haben noch einen Cheeseburger. Okay, ich habe noch einen Cheeseburger. Wie viel macht der? 4 volle Keulen. Dafür bin ich noch nicht schwach genug. Da müssen wir noch warten. Nichts verschwenden hier. So. Mein Silken-Tofu nochmal drum durchhauen für das Farm-Tofu. Und jo, als nächstes... Ja, jetzt heißt es erstmal kurzfristig warten. Und dann müssen wir eine Windmühle bauen. Wir bauen eine Windmühle. Wobei ich denke, dass es hier nur so ein Ansatz sein wird. Oder noch besser, hier. Ja, das ist die gute Idee. Ich baue hier so einen kleinen Windmühlenturm. Kann man den hier oben drauf setzen, nach da. Und dann, ja, das gefällt mir. Das heißt, das mache ich aber trotzdem mal weg. Das geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. So, dann haben wir hier so einen coolen... 1, 2, 3... Windmühlenturm, in dem wir schlafen können. Warum auch nicht? Sehr gut. So. Na, nicht ganz. Bisschen Licht muss hier drin schon sein, sonst kommen die ganzen Monster wieder, wenn ich mal nachts nicht direkt zu Hause bin. So, haben wir hier inzwischen... Ja, eine Coke-Coal. Wupp, wupp. Und ein bisschen Kreositöl. Also 2 Coke-Coal für ein... Ein Bucket Kreositöl, da mache ich demnächst auch mal kleine Glasfläschchen, wo wir das Ganze reinfüllen können. Schwupp und... Ah ne, wir müssen auf das zweite noch warten. Okay, also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann hoffentlich losgeht mit richtiger Technik. Yay! Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.